Vor dem Gesetz steht ein Türhüter. Zu diesem Türhüter kommt ein Mann vom Lande und bittet um Eintritt in das Gesetz. Es ist möglich, jetzt aber nicht. Da das Tor zum Gesetz offen steht wie immer, bückt sich der Mann, um durch das Tor in das Innere zu sehen. Versuch es doch trotz meines Verbotes hineinzugehen. Merke aber, ich bin mächtig. Aber als er jetzt den Türhüter in seinem Pelzmantel genauer ansieht, entschließt er sich, doch lieber zu warten. Dort sitzt er Tage und Jahre. Er macht viele Versuche, eingelassen zu werden, und ermüdet den Türhüter durch seine Bitten. Der Eintritt bleibt dir verwehrt. 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 Schließlich wird sein Augenlicht schwach. Nun lebt er nicht mehr lange. Alle streben doch nach dem Gesetz. Wieso kommt es, dass in den vielen Jahren niemand außer mir Einlass verlangt hat? Hier konnte niemand sonst Einlass erhalten, denn dieser Eingang war nur für dich bestimmt. Ich gehe jetzt und schließe ihn.